Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary. Ja, ich habe mein Versprechen vom letzten Mal wahr gemacht und meine Monster ein bisschen hochtrainiert. Maxi habe ich jetzt nicht auf Level 8 gebracht, aber dafür die anderen alle. Ja, und jetzt muss ich erstmal noch Skillpunkte verteilen, bevor wir den heutigen Bosskampf hier anzetteln. Okay, Macht ist Kraft ist eine bessere Version von Macht. Ich überlege gerade, was ich ihm gebe. Ja, er macht sehr viele Angriffe, da wäre Crit-Schaden schon besser. Und wir holen uns mal Kraft, weil das nach einem guten Skill klingt. Okay. Jeder Angriff löst einen zusätzlichen Treffer aus. Das finde ich ganz gut, wenn der Buffs entfernen kann. Und ich hätte gerne eine bessere Heilung. Bei Heilung wird 5 Mana wiederhergestellt. Es wird durch jeden Heileffekt ausgelöst. Besserem Eisangriff. Ich weiß nicht, welches Element der hat. Krallen wäre gut, wenn es stärker wäre. Weil das ist unser stärkster Angriff. Und ich hole mir diese Mana-Symbiose, weil die auch richtig krass klingt. So, Maxi, 2 Skillpunkte. Okay. Ah, okay, versorgen klingt ganz gut. Und das ist einfach nur eine bessere Version von kanalisieren. Müssen wir mal hier ein bisschen was nebenbei machen. Okay. Bei ihm würde ich gerne die Schilde stärker machen. Oh ja, du musst austeilen. Du musst Crit-Chance auf jeden Fall haben. Und Lebensraub für dich wäre eigentlich auch nicht verkehrt. So, die restlichen Monster, die habe ich nicht trainiert, weil ich die ehrlich gesagt auch gar nicht brauche. So Leute, dann ist es jetzt an der Zeit für den Bosskampf hier. Bin gespannt, ob wir den gewinnen. Okay, Blatt ist gegen ihn gut. Mein Hauptteam müsste hier eigentlich gut zurechtkommen. Ich habe extra alle auf Level 8 hochtrainiert. Machen wir erstmal Kraft. Okay, da hinten hat einer richtig gut Buffs bekommen. Dann nochmal Ruhm fürs ganze Team. Und wir machen schon mal Spore. Damit der weniger Angriff, weniger Verteidigung hat. Au. Donnerschläge. Ungefähr auch noch. Oh, der arme Schwinn. So. Wie immer, natürlich direkt zu Anfang ein guter alter Federsturm. Du machst den meisten Schaden. Also musst du als letztes. Spektralflamme oder Krallen. Ich würde mal sagen Krallen. Weil das eine recht hohe Crit-Chance hat. So, ist jetzt eigentlich egal, mit welcher von den beiden wir angreifen. Dann nehme ich den Blitzschnitzer. Blattschnitzer. Das Training war auf jeden Fall eine gute Investition. Das Ding kann sich heilen. Okay, wieder mal erstmal Federsturm. Komm, jetzt hau noch ein paar Crits mehr raus. Ich nehme Spektralflamme, weil das mehr Treffer hat. Es hat Frost ausgelöst. War Frost nicht, dass der nochmal mehr Schaden kriegt? Nee, es verliert Mana. Könnte noch nützlich werden.
weiß nicht, ob sich das stackt, ne? Nee, stackt sich nicht. Oh, ich muss Sven heilen. Okay, 5 Heilungen. Jetzt kommt der gute alte Federsturm. Und jetzt... Jetzt der Angriff muss sitzen. Krallen! Go! Da war ein Krieg bei! Die Krits, die sehe ich immer gern. Also Kraft ist ja auch richtig gut, ne? Zauberei habe ich gar nicht geguckt. Was macht das eigentlich? Magische Skills. Okay, deswegen macht das gerade mehr Schaden, die Spektralflamme, weil das ist ein magischer Skill. Ja, Federsturm muss immer zuerst, weil das die Combo hochhaut. Für die, die es nicht wissen, je höher die Combo ist, desto mehr Schaden machen die darauf folgenden. Bei Blattschnitzer ist Ausweichen nicht möglich. So, und die Spektralflamme mal wieder. Da war ein Crit wieder mal bei. Au. Wiederherstellen. Er muss mal geheilt werden. So, jetzt kommt der gute alte Federsturm mal wieder. Ist halt einfach nur, um die Combo hochzuhauen. Ja, der Witz ist, Kreiden und Spektralflamme macht trotzdem den gleichen Schaden ungefähr. Ich muss Spektralflamme, glaube ich, auch mal aufboosten. Yannick hat kassiert. Eil dich mal. Er ist bei mir der Healer, der Supporter. So, der Federsturm. Danach müsste ich ihn eigentlich mit Kreiden den Rest geben können. Ja, ich habe ihn besiegt. Ein blaues Juwel. Ich habe noch keine Ahnung, wofür diese Materialien da sind. Oh, Kiste. Ein Ausdauerring Mana-Regeneration. Müsste ich tatsächlich Hauden geben, also den Kazerker, weil der hat massive Mana-Probleme. Das ist kein Witz, der hat richtig massive Mana-Probleme. So, nächste Kiste. Oh, ich werde hier richtig belohnt. Ein Ocarina. Und das erhöht die High-Skills. Das ist auf jeden Fall was für ihn. So. Wir haben die High-Skills verbessert. Die Muschel kann weg, dafür kann das her. So. Die Tür, da kriegen wir immer noch nicht auf. Ich meine, wir müssen jetzt noch mal zum alten Buran. Hier werden jetzt, glaube ich... Oh, doch, hier sind Monster. Na komm, die machen wir auch noch mal eben fertig. Die anderen kriegen jetzt auch mal ein bisschen Spotlight. Ich brauche eh einen Wassertypen und... Ich kann Hoenn ja mal eine Sternstunde geben, damit er jetzt auch zeigen kann, was er jetzt Neues Gutes kann. Aber erstmal den Ruhmzauber. Oh, Hoenn hat den Ruhm bekommen. Na gut, eigentlich unsinnig, wenn man bedenkt, dass ich Ruhm auch so machen kann. So. Wenn einer jetzt richtig gut sitzt, schade. Dann hätte er das One-Hitten können. Ja. So, du mach mal Eishagel auf den. So, die Raupe wäre weg. Schnitt ist stark, aber es braucht eine recht hohe Combo.
Dann hauen wir jetzt nochmal einen von denen einen rein. Ich habe ihn Frost verpasst. Und kann ihn auch töten. Er hat schon die hohe Crit-Chance, ne? Prügel. Bam. Dann hau ich die Kombo noch mal ein bisschen hoch. Und dann wird er vernichtet. Oh, das waren auch noch Kids. Nice. Und Maxi hat ein Level Up. Ja komm, ein besserer Eishagel. Alter Buran, ich habe meine Aufgabe erledigt. Hallo auch. Du hast das Champion-Monster besiegt, von dem ich dir erzählt hatte. Gut gemacht, Shining. Glaub mir, du hilfst sehr dabei, die Zuflucht zu einem sicheren Ort zu machen, indem du Champion-Monster besiegst. Zeige der Welt, dass ich dich gut ausgebildet habe und besiege so viele Champion-Monster wie möglich. Ich dachte tatsächlich, da gibt mir noch irgendwas. Ich kann hier interagieren. Oh, hier sind einfach nur Bücher, okay. So, wo müssten wir denn als nächstes hin? Ja, erstmal in diesen Kampf. Ich überspringe den Kampf mal eben. So Leute, bin schon fertig mit dem Kampf. Ging recht schnell. So, jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwo nach rechts. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir jetzt genau hin müssen. Wir haben halt auch keinen Questlog oder irgendwas in der Art, das uns zeigen würde, wo wir hin sollen. Ich denke mal, wir sollen nach ganz rechts. Weil hier auf der linken Seite können wir mal nichts machen. Ich versuche jetzt mal, unnötige Kämpfe zu vermeiden. Vor allen Dingen, weil mir die Viecher hier eh kaum XP bringen. Wir müssen auch mal ein bisschen so Progress machen. Kann ja nicht sein, dass der einzige Progress, den ich heute mache, der Bossgegner ist. Kann ich hier noch was kaufen, das mir irgendwie nützlich sein könnte? Phönixträne ist, glaube ich, das einzige davon, was ich gebrauchen kann. Vom restlichen Geld noch ein paar Tränke. Das Sackgasse, das weiß ich ja. War da nicht ein spezielles Monster? Müsste ich mal gucken. Nee, war da tatsächlich nicht. Da war kein spezielles Monster. Ja, dann haben wir auf der rechten Seite da irgendwas. Wie gesagt, unnötige Kämpfe vermeide ich jetzt. Ich werde erstmal rausfinden, wo wir überhaupt hin müssen. Sicher, es wäre ein tolles Training, aber es dauert lange, bis die ein Level-Up haben, glaubt mir. Ja, hier bin ich noch gar nicht nach rechts gegangen. Da unten kann ich, glaube ich, auch gar nicht durch. Obwohl, nee. Ich würde hier an der Decke abprallen und mit dem Vogel komme ich von hier aus auch nicht hoch genug. Ja, Leute, dann geht's jetzt zur Festung der Hüter, ne? Ojo. Schön mit euch. Die Festung der Hüter. Wir sind zur Festung der Hüter zurückgekehrt. Die Festung dient schon seit Jahrhunderten als Operationsbasis für die Monsterhüter. Als nächstes sollten wir einige weitere Gebiete der Monsterzuflucht erkunden. Die blauen Höhlen befinden sich direkt unter der Festung. Bevor wir dorthin aufbrechen, solltest du dich und deine Monster gut vorbereiten. Du findest in eurer Festung Händler und einen Schmied. Sorge also dafür, dass deine Monster immer die beste Nahrung und Ausrüstung haben. Wenn du dich verlaufen hast oder nicht weißt, wohin du als nächstes gehen sollst, öffne ein Menü und wähle die Funktion Reden.
Die Redenfunktion erlaubt es dir, mich zu unseren aktuellen Zielen zu befragen. Aha, er ist so gesehen eine Art Questlog. Ja, ich würde sagen, ich mache hier mal für heute Feierabend. Wir erkunden die Festung beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!